Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder euer Gonzo und seht mal, ich bin wieder am Boden der Treppe. Und wie das zustande kommt, ich nehme an, wir standen bei der Verabschiedung noch zu sehr auf der Treppe. Da konnte das Spiel einfach nicht speichern. Ich hatte das Spiel kurz beendet und bin nun wieder zurück. Und jetzt stehe ich am Fuß der Treppe und sehe gerade unten glitschen so ein bisschen die Texturen weg, da unten an der Treppe. Da fehlt was. Aber das soll uns gar nicht weiter stören. Ich muss hier weg, denn die PlayStation, die dreht gerade total am Rad. Das ist ja doch ein bisschen zu heiß, dieses Spiel. Obwohl, es ist generell zu heiß, so. Aber dass es gerade hier drin, auch eben im dunklen Raum, plötzlich so hoch dreht, dass es mir doch ein bisschen suspekt. Dann gehen wir mal weiter. Das kann doch gar nicht so viel Energie fressen. Also wir haben Siglinde gesagt, ja, wir haben deinen Papa gesehen. Der ist nämlich weg. Der ist unten. Wir werden bereits verfolgt, das ist aber ganz egal. Wir laufen jetzt mal runter in den Kristallwald. Und ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, wenn ich das jetzt hier sage, ja, und zeige und aufnehme. Das kommt jetzt erst in ein paar Tagen, was ich hier aufnehme. Aber was ist mit Simon und Nils? Die haben seit ewiger Zeit, ich weiß nicht, seit Wochen vielleicht, 2 Wochen? Es ist ewig, ja. Hier im Internet-Business sind 2 Wochen ewig. Wenn man sich 2 Wochen lang nicht sieht, dann ist man quasi nicht mehr existent. So, laut einigen YouTubern. Was ist mit denen los? Ist Nils im Urlaub? Ich meine, im besten Falle ist Nils im Urlaub. Ja? Was anderes will ich mir gar nicht vorstellen. Nach dem, was wir bei Game 2 gesehen haben, dieser schöne Nachruf am Ende, der sehr traurig war und sehr schockierend kam, so ganz plötzlich. Wollen wir mal hoffen, dass die einfach nur Urlaub machen. Die machen Urlaub von Dark Souls. So, hier geht's lang. Das zeigen uns natürlich diese Schneeflocken. Da ist ein unsichtbarer Weg. Und eine Menschlichkeit, die wir nicht brauchen. Außer natürlich, wir wollen später farmen, nachdem Seath the Scaleless besiegt ist. Denn er hat einen wunderbaren Farming-Spot. Oh, guckt mal. Guckt euch den mal an. Ist der nicht wunderschön? Dieser riesige Mondlichtschmetterling. Herrlich, ne? Die ganze Höhle hier ist voll. Dann wisst ihr nämlich, wo der herkam, der im Wald war. Der kommt von hier. Das sind die Schmetterlinge von Seath dem Scaleless. So ein bisschen seltsam ist es auch, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, die Böden sichtbar zu machen. Man muss sich da wirklich einfach auf die Schneeflocken verlassen, beziehungsweise diese Prismasteine. Die kann man ja verwenden. Ich glaube, da geht's lang, ne? Da. Nicht zu weit rechts, ansonsten fallen wir. Ist dem Simon doch passiert. Oh. So, die Frage ist, sollen wir mal ein bisschen unsere Pyromantie testen bei dem? Na komm. Ich habe ja nicht so das große Schwert, was Simon und Nils hatten an der Stelle. Der sieht mich ja nicht. Natürlich. Der sieht mich einfach nicht. Der sieht mich. Jetzt haut er mich. Der haut mich weg. Vielleicht muss ich ein bisschen um den rumzirkeln, das ist aber auch verdammt gefährlich. Da, guck mal. Da geht... Das ist aber wahrscheinlich einfach, weil er... Au. Oh Gott. Das war es auch schon mit der Menschlichkeit. Es ist einfach, weil er seinen Kristall zu niedrig angesetzt hat. Ne? Der ist so in den Boden geglitscht und dann waren die Kristalle einfach weg. So, diese Verbrennung hat schon mal nicht sehr viel gebracht. So, dann die Feuerpeitsche beim nächsten Mal. Die muss man aber auch, glaube ich, gedrückt halten, dann die Feuerpeitsche. Ich wollte so ein bisschen halt, ein bisschen mit Taktik. Ich dachte, vielleicht kann ich noch drumherum kommen, aber nö, ein Schlag haut ein Jahr sowas von weg. Da habe ich mich geärgert bei Dark Souls 2. Ich habe Dark Souls 2 Aufnahmen gemacht. Da habe ich gegen diesen dämlichen Ritter im Jägershain gekämpft, gegen diesen roten Ritter, das schwarze Phantom halt, dieser dicke rote Ritter. Und normalerweise prallt er ja von meinem Schild ab. Der macht einen Schlag, prallt ab, wird nach hinten geworfen. Dann locke ich den aber auf die Brücke, will um den herumlaufen und als ich dann mit dem Rücken zur Schlucht stehe, haut er auf mein Schild und schiebt mich mit seinem Schwert einfach weg. Was normalerweise nicht funktioniert. Wahrscheinlich hat er einfach einen anderen Angriff gemacht, also die regulären Angriffe, die prallen einfach ab. Aber er hat wohl irgendeinen anderen Angriff gemacht, der dafür sorgt, dass ich weggeschoben werde. Und er schiebt mich mit seinem Schwert einfach den Abgrund runter und ich bin tot. Das ist echt mies. Übrigens ist hier alles, so ist hier alles Design. Guckt euch das doch mal an.
Das ist so gebaut, dass man hier einfach in den Abgrund geschubst wird. So, du bist tot. Wir können natürlich auch einfach dran vorbeilaufen. Wir sind unsichtbar. Das funktioniert sehr gut. Rein theoretisch. So, hier auch einfach schön geradeaus den Weg. Ich würde zu gern mal den Boden sehen. Ihr kennt bestimmt einige Mods, ne? Und einige YouTuber, die Mods gezeigt haben. Für PC. Wo man den Boden sehen kann. Da gibt es doch diese Limbo-Mod, ne? Wenn ihr irgendwie ein Video habt, versucht mal den Link zu posten. YouTube stellt sich da ein bisschen an, aber einige von euch, von meinen regulären Kommentarschreibern, habe ich bereits auf die Whitelist gesetzt und damit seid ihr in der Lage, Links zu setzen, ohne dass ihr im Spam-Ordner landet. Wenn ich um ihn herum komme, kann ich vielleicht auch hinten auf diese Insel drauf. Oh, okay. Hier meinte ich, ne? So, dann bin ich nämlich jetzt hier. Und kann mich ein bisschen besser bewegen. So, okay. Au. So gedrückt lassen ist schon mal nicht der richtige Weg. Verteidigen wäre der richtige Weg. Nein! Verdammt. Ich dachte, ich stehe hinter ihm. Der braucht einfach so lange, um sich umzudrehen, aber von wegen. Wäre ich mal auf Distanz gegangen, hätte einen Estus genommen. Naja, beim nächsten Mal. Dann laufen wir nochmal runter. Wir haben ja noch einen goldenen dann, den wir platt machen müssen. Diesmal kam ich aber wenigstens schon an ihm vorbei. Ich habe einen Weg gefunden. Und ich meine, ich bin gerade eben über den unsichtbaren Weg fast runtergefallen, oder? Das hat so ein bisschen geruckelt und gezuckelt. Sah schlimm aus. Ich weiß immer noch nicht, was los ist mit meinem Hals, warum der plötzlich so zuschleimt. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Vielleicht kriege ich wirklich eine Erkältung. Nachdem hier meine Tochter auch so krank war. Ich weiß es nicht. Ich küsse immer ihre Stirn. Mach das nicht bei kranken Kindern. Die reibt sich bestimmt ihren Rotz überall hin, ins Gesicht. Gefährlich. Aber sie sind so niedlich. Man kann es einfach nicht lassen. So, laufen wir einfach mal vorbei. Mal gucken. Das geht ja alles. Der verfolgt mich auch nicht allzu lang, glaube ich. Oh, ich habe gerade wieder einen kleinen Grafikbug gesehen. Da fehlt ein Stück. Eine Ecke. Wie waren eigentlich meine weiteren Pläne? Ich will das hier machen. Ich gehe hier hin. Hiernach gehen wir auch nach Isalit, würde ich sagen. Was brauchte ich denn dafür? Achso, dafür musste ich einfach nur alle Pyromantien wegkaufen. Ich wollte nämlich von Quelana. Ist das Quelana? Von der wollte ich alles weggekauft haben, bevor wir das Gebiet abschließen. Weil ich ja gelesen habe, dass sie dann verschwindet. Das wollen wir nicht riskieren. Und gekauft habe ich jetzt so gut wie alles. Oh, ich hänge an ihm fest. Ich hänge an ihm fest. Komm mal her. Was war das denn jetzt? Das war doch wohl gebuggt hier. Wie dreckig ist das denn? Okay. Da uns... Was? Ach, ist das ärgerlich. Da hält er uns hier in der Ecke gefangen. Die Sau springt einfach über die Umgebung. Also da stimmte gerade einiges nicht. Also der erste Treffer, der hat uns außerhalb seiner Range getroffen. Da spawnt dann plötzlich das Kristall an einer vollkommen ungewöhnlichen Stelle. Das war ja Blödsinn. Also dieser Versuch gerade war absoluter Blödsinn. Laufen wir nochmal hin, vielleicht können wir noch einfach am Steg erschlagen. Meine Güte, ich habe so eine Angst vor dem. Wir gehen einfach hin und ich prügel dem einfach die Scheiße aus dem Kristallleib. Also wirklich. Hauen wir den einfach weg. Aber ich könnte natürlich auch Distanz-Pyromantien ausrüsten. Auch sehr nützlich natürlich. Die ihn dann einfach wegbrennen. Da müssen wir gar nicht so nah rangehen. Habe ich auch schon gemacht. Das mache ich eigentlich am liebsten bei dem. Da muss ich nicht so nah ran. Und in der Regel treffen mich dann auch seine Kristalldinger nicht, die am Boden. Wenn die nicht mal gerade irgendwo lang glitschen und mich irgendwo treffen. Beim nächsten Mal. Jetzt versuchen wir es gerade nochmal im Nahkampf. Wenn das nicht hinhaut, dann brennen wir ihn weg. Auf Distanz. Nehmen wir Feuerbälle. Da muss ich die halt, bevor wir zur Thief gehen, nochmal wechseln. Weil die Feuerbälle will ich nicht benutzen. Und meine Taktik, soweit ich mich an Thief erinnere, ist... zu ihm hinlaufen und sobald er angreift, auf Distanz gehen
auf Distanz warten, bis er wieder angreift, dann wieder zu ihm hinlaufen, weil er macht nämlich immer entweder eine Distanzattacke oder eine Nahkampfattacke. Die Nahkampfattacke ist, glaube ich, eine richtige Area-Attacke. Area Damage. Ach, da haben wir ihn wieder. Ob ich den schon auf Distanz anlocken könnte? Okay. Ich war zu weit links. Ob ich den auf Distanz mit Pfeil und Bogen schon über den Steg locken könnte? Würde das gehen? Wofür habe ich denn 900 Pfeile? So, wir nehmen diese Verbrennung und tauschen die aus gegen Feuerbälle. Hier, großer Feuerball. Der wahrscheinlich immer noch sinnvoller ist als dieser Chaos-Feuerball, den Simon und Nils benutzen, der zwei Slots verbraucht und auch nur viermal gecastet werden kann, wie der große Feuerball. Aber dann kann man ja noch eine zusätzliche Pyromantie ausrüsten, zum Beispiel einen zweiten großen Feuerball und hat dann acht Feuerbälle. Wäre doch wesentlich sinnvoller. So, und dieses Mal versuchen wir ihn über den Weg zu locken. Aber ich wette, der Gegner kann den Steg natürlich sehen und kann da drüber laufen. Wir könnten natürlich auch einfach selbst so Symbole auf den Boden legen. Übrigens, ich spiele ja offline. Dann kann ich das gar nicht. Aber wir sehen ja, da ist ja ein Spruch auf dem Boden. Der ist da, um die Spieler wahrscheinlich darauf hinzuweisen. Von den Entwicklern so ein bisschen. Denn ansonsten würde man echt nicht weiterkommen. Wie soll man denn auch drauf kommen, dass da unsichtbarer Boden ist? Das macht ja gar keinen Sinn. Hier sind natürlich alle Seelen weg, die ich bis jetzt gesammelt hatte, was, glaube ich, gar nicht so viel war. Wir haben ja vorher alles ausgegeben. Ich gehe einfach mal hier lang, komm. Ist auch nicht unbedingt kürzer. Fällt mir ein, ich habe doch noch den Großbogen, oder nicht? Wie weit kann man denn damit schießen? So, versuchen wir es doch mal. Wir nehmen irgendeinen Bogen. Ihr seht ja, ich habe mein Waffenarsenal ein bisschen verkleinert. Ich habe einiges in die Kiste gestopft. Kurzbogen plus 10. Dann brauchen wir noch diesen Ring, den Falkenring von Goff. Goff war das, glaube ich, ne? So. Der Name. Falkenring. Und probieren wir es mal. Testen wir mal die Distanz aus. 20, wie geil. 20. Damit kann man ja arbeiten, ne? Mit 20. Und der bewegt sich nicht. Alter, bleibst du jetzt einfach stehen oder was? Der ging daneben? Wie kann der denn daneben gehen bei diesem Kristallgolem? 19 jetzt. Ist weiter weg. Jetzt wieder 20. Hat er sowas wie einen Kopf? Ich muss es jetzt mal ausprobieren. Drachentöter Großbogen. 7 Pfeile habe ich nur, okay. Wir schießen ganze Speere. Ach komm, das kann nicht wahr sein. Ein Pfeil ist 500 Seelen wert. Wie kann der denn bitte durch ihn durchfliegen? Wow, 183, super. Dann muss das aber auch funktionieren diesmal. Bam! Wenn ich jetzt all meine wunderschönen Pfeile verbrauche. Super. Okay, 3 noch. 3 Pfeile, jetzt bloß nicht durchfliegen. Der macht doch keine Anstalten, ne? Nein, der zerbröckelt es an ihm. Super. Einen noch. Und wenn ich nicht einen daneben gehauen hätte, würden wir vielleicht sogar damit gewinnen. So, Pfeile leer. Wechseln wir wieder den Bogen. Vielleicht ein bisschen näher rangehen. Ein Weg ist voraus. Dankeschön. Kann man das bewerten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist auch noch Boden, ne? Da ist Boden, da ist Boden. Ich habe Angst. So. Mal gucken, ob ich ihn treffen kann auf diese Distanz. Denkt dran, die Pfeile zählen immer so ein bisschen weiter nach rechts. 28 jetzt, okay. Oh nein. Oh nein.
So haben wir nicht gerechnet. Moment, der sieht mich ja nicht. Der geht wieder zurück. Kann der nicht runterglitschen? Kann der nicht einfach mal runterglitschen? Ja. Schlecht. Nein! Nein, ich habe den Mondlichtschmetterling getroffen. Wie konnte mir das nur passieren? Verdammt. Ich habe den Mondlichtschmetterling getriggert. Wie kann ich denn auf diese Distanz jemanden treffen? Ach, verdammt. Gut, der ist weg für immer. Weg für immer. Hier ist Boden. Boden, Boden, Boden. So, ich glaube, da sind wir ganz sicher, wenn wir an diese Seite gehen. Ach, meine Fresse, da habe ich den jetzt... Ach, Mann. Ich wollte dich doch gar nicht triggern. Jetzt ist der sauer. Was können wir denn da machen? Wow, okay. Hey, ist okay. Aufhören. Aufhören. So, ich glaube, hier war das, ne? Wow. Hammerhart. Hammerhart ist das. Okay, den einen haben wir instant gekillt. Ihr habt gesehen, da war gerade noch eine Kristallechse. Die hat sich bereits verpisst. Jetzt müssen wir das Spiel natürlich neu starten. Was jetzt mit dem Ding ist, weiß ich nicht. Mit diesem Mondlichtschmetterling. Jetzt müssen wir es mit ihm auch noch aufnehmen. Mal gucken. Wer hat denn wieder... Barker hat wieder irgendwas getwittert. Da muss ich mal nachgucken. Ein andermal. Ich war eine Weile nicht mehr auf Twitter. Boah, jetzt kommt die ganze Zeit Google Play-Werbung hier. Also Google Play, der Store. Google Play Store-Werbung. Andauernd blendet das Handy das ein. Wie werde ich denn das wieder los? Wo kommt denn das her? Vor allem Wish. Es schlägt mir immer wieder Wish vor. Was will ich mit Wish? Ah, verdammt. So, Moment. Wir nehmen das so. Und dann hau ich sofort, wenn das Spiel beginnt, hau ich sofort drauf los. Jetzt werde ich besser aufpassen. Nochmal zurück. Raus. Wieder rein. Draufhauen. Fertig. So. Na los. Komm schon, 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 komm schon. Die fangen schon an, sich hier aufzulösen, bevor das Bild voll da ist. Aber geschafft, geschafft, geilo. So, da. Was ist mit dem Schmetterling? Hat er sich wieder beruhigt? Da hockt er. Da ist der nächste Goldgolem. Und auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hier. Leute, ein echt heikles Gebiet. Ihr seht, da hinten ist irgendwas, aber... Dieses Gebiet hier ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. Man muss gucken, wo es hier lang geht. Und der Weg hier ist kein gerader. Es ist kein einfacher gerader Weg. Es ist irgendwo eine Kante. Wenn man bloß alles sehen könnte. Das ist der Horror. Ist der Weg bis dahin auch wirklich... Hier seht ihr, da ist Schnee hier. Hier landet der Schnee. Irgendwo endet das. Oh, ja. Das ist natürlich nicht so einfach. Mit diesem Prismastein kann man sich natürlich hier einen Weg nach vorne bahnen. Und da hinten ist irgendein extrem wertvoller Gegenstand. Jetzt sind wir schon mal an dem einen Golem vorbei. Und können direkt hier die nächsten Sachen ausprobieren. Die nächsten Probleme. Ohne den Online-Modus können wir allerdings keine Nachrichten setzen, oder? Kann ich das? Kann ich das auch offline machen? Dass ich zumindest für mich selber Nachrichten setzen kann, damit ich weiß, wo ich langlaufen kann. Wie weit es geht. Da müssen wir nicht jedes Mal auf die Schneeflocken achten am Anfang, können einfach geradeaus durchlaufen. Einmal schön vorbei an allem. Mein Kaffee ist übrigens leer. Ich brauche vielleicht mehr. Bei der Hitze aber Kaffee trinken. Ich habe auch Wasser neben mir stehen. Ich wechsle ab mit Wasser und Kaffee. Könnte ja ansonsten sehr ungesund sein. Ich hatte übrigens keinerlei Herzrhythmusstörungen mehr. Seitdem, damals, seit dem Urlaub. Nehme regelmäßig meine Kaliumtabletten. Versuche viel zu trinken. Das ist das Wichtigste.
Es kann mal vorkommen, das letzte Mal war ja auch im Sommer, dass wegen Dehydration und zu viel Salz und Kaliummangel, ne? Da kann das schon mal vorkommen. Na, hat der Arzt gesagt. Da kann das schon mal vorkommen. Dann toi toi toi, dass das ab jetzt gut läuft. So, wenn wir uns jetzt schön rechts halten, dürfte ja eigentlich nichts passieren, oder? So, hier schön rechts. Bis zum Ende, perfekt. Ich merke gerade, ich bin langsam. Ich habe Havels Ring nicht an. Hier glitschen wir bis zum Stein. Du bist wieder cool, ja? Alles wieder cool? Sehr schön. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Wie kamen wir denn vorher hierhin? Okay. Hier haben wir alles leer geräumt. Schauen wir mal, den orangen Stein kann man nicht benutzen. Nein. Gut, wir sehen jetzt zumindest mal meine Seelen. Das ist ein Vorteil. So. Aber waren wir denn jetzt geradeaus? Waren wir weiter rechts oder wie? Wir können, ich brauche, Gift brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Wir haben doch die Prismasteine bekommen. Unter der Treppe. Wo sind die denn? Ach, hier, okay. Und die kann man jetzt einsetzen. Und zwar Schritt für Schritt. Also laut Schneeflocke auch gerade ist hier Boden. Hier. Da auch. Und hier. Und da und da. Und das auch Boden. Hier ist überall Boden. Boden, Boden, Boden. Wir sind da gerade irgendwo links lang geflogen. Ne? Links. Wir waren zu weit links. Wo führt ihr mich denn hin? Wir gehen wahrscheinlich nicht dahin, oder gehen wir dahin? Doch, ich meine doch, wir gehen doch dahin. Wir gehen doch jetzt nicht darunter. Werfen wir mal ein Steinchen. Zumindest bis hierhin geht's. Und bis dahin auch. Dahin auch. Ja. Schritt für Schritt. Jetzt stehe ich doch schon über solidem Boden. Ja. Er geht doch. Puh. Blaue Scholle. Irgendwer hatte mir geschrien, die blaue Scholle sei gar nicht mehr da, aber doch, war sie dann doch. Wow. Guck mal, eine Regenbogentreppe. Ist das nicht geil? Wir standen vorher da, dann da. Wow, nicht zu viel schlenkern hier. Ich habe gar keine Orientierung mehr, wo es hierhin zurückgeht. Dahin, ne? Da ist unsere Höhle. Da müssen wir hin. Meine Fresse, was für ein seltsamer Kristallwald. Gucken wir mal nach oben. Was ist denn da? Riesige Kristalle. Wenn er das einfach einstürzen lassen würde, dann wären wir weg. So, kann ich jetzt wirklich einfach geradeaus bis in die Höhle laufen? Kann ich das irgendwie als Zielpunkt nehmen? Wir gehen mal bis hier hin und von da aus können wir jetzt. Nein! Da ist tatsächlich ein Knick im Weg drin. Da ist ein dicker Knick drin. Da muss man um die Ecke laufen. Okay, scheißen wir auf die Seelen. Wir haben es geschafft. Wir haben die blaue Scholle. Damit kriegen wir eine magische Waffe auf Maximum. Ich weiß nicht, plus irgendwas. Oh, wir haben schon überzogen. Wir sind wieder hier im. Wir sind wieder soweit. Ich laufe mal zurück und sage euch Ciao. Aber erst, wenn wir zurück sind. Bei der schlechten Beleuchtung. Guck mal hier, dieses fahle Licht. Wir schauen hier rüber. In Sehnsucht. Ja, Moment. Wir nehmen direkt mal Havels Ring. So bin ich zu langsam. Den Falkenring brauche ich erstmal nicht mehr. So, wir schauen über die Brüstung. Und denken drüber nach, was wir bis jetzt alles erlebt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo mit dem Dark Souls Remastered.